Und? Ich wollte noch WoT spielen, Muss ich mich ne? da noch einmelden? Jetzt sitze ich hier und warte auf Unteroffizier Schwarzer. Wieso auf Schwarzer? Sehe ich so, als würde ich mir die ja keine Jacke leisten können? Nur weil ich schwarz bin? Sie sind nicht schwarz, ich bin schwarz. Naja, toll. Jetzt bin ich wieder da, wo ich vorher auch war. Hallo Florian. Hallo Maxi, wie geht's dir? Nicht so gut, weil es nicht funktioniert. Vermisse Was uns Katz. funktioniert da nicht? Warum? Die bellt immer so schön. Ah, guck, ich hab dich eingeladen. Fick dich, sonst mach ich dich Ah! schwarz. Mach ich dich schwarz. Bart Herr Kraus, Dieter Schäfer. Yeah, mein WoT ist abgeschmiert. For real jetzt? Wir kriegen keine 2 Uhr morgens Runde wie den. Das gefällt 2 mir Uhr 9. Nicht. Daumen nach unten, Dislike. Meine Knirsche macht 180 bis 300 Schaden, also selten über 300. Boah! Raus geht's! Akko Sanchez GVT, ganz viel Zoof natürlich. Ja. Ja, ich hab mir gedacht, ich hab zu viel Geld, ich muss mal wieder Minus machen. Ich hab 660.000 und nur weil ich zweimal, zwei Tage lang oder so mit einem Patient Daily gemacht habe. 567.000. Boah, ich hab mehr Money! Mhm. Kaching! Ich hab 557.000. Tja, nach der Runde hast du mehr Geld als ich. WoT Money, yeah, yeah. Nach der Runde hast du mehr Geld als ich, Florian. Yeah. Glückwunsch. Wie viel hast du denn jetzt noch? 567.000. Das heißt, ich mach minus 6.000, du machst plus 5.000, ja, und dann hast du mehr als ich. Das wäre noch das Best-Case-Szenario, ja? Was machen wir noch? Wir überlegen uns noch Szenarien mit unserem Budget in diesem Spiel. Also eben habe ich ein Game in 0,0001 Sekunden gefunden, ne? Und wer vorwärts ist nicht fertig und fällt auf Warships nicht mal angefangen. For fucking das Warships real! Sehr interessant dann. Sicher, dass du Minusgeld machst, Akka? Mhm. Definitiv, wir werden das auch verlieren. Das ist sogar Leopard 1. Kommen sie jetzt schon Leopard 1. Du musst mindestens 200 Euro gezahlt haben, um instant hinzukommen, weißt du? So instant, ja. Alter, der ist schon eine Woche draußen oder so. Ja, trotzdem. Da muss er selber schon 3 T10 haben oder so. Wie der Kiwi Panther noch über mir ist, Alter. Der Tiger, fuck. Ich bleib auch hier und deffe. Echt, die deffen? War gut. Hast du schon mal Scout-Panzer gespielt vorher? Also so richtig? Wurdest du Suicide-Scout? Geht mit der Rakete nicht. Meinst du? Zu groß. Die ist zu groß. Okay. Ja, zu einfach zu treffen. Das ist leider das Problem daran. Und ich muss wissen, Aqua, ich hab's auch schon mal gemacht, ja? Ist Cancer nicht Krebs? Ein Flugpanzer! Der Panzer ist gar nicht so klein. Auftillpanzer! Wer hat aufs Dach geschossen? Aqua. Ich hab nicht einmal geschossen, ja? Ich will, dass diese Runde rentabel wird. Nur damit ich weniger Geld. Naja, dein Panzer Reparatur kostet, also wenn du sinnlos da rumstehst und abgeschossen wirst, früher oder später. Das ist nicht rentabel. Du hast einen Sand gesetzt, ja? Die Flugkosten liegen bei 1000 oder so. Ja. Nee, die liegen bei mir bei 5.000, 6.000.
Sicher. Ja. Weil du kannst Goldmuni für Credits kaufen und bei mir kostet ein Schuss 8000. Dann bei mir kostet die weniger sogar. Weil du ihn nicht triffst, das wäre eine Verschwendung. Du kannst ja nicht hinter mir versteckt, echt! Ich will aber. Guck mal, das ist doch gut so. Ich könnte den Schaden machen, nur die haben einfach mehr HP. Das heißt, es wird sich nur länger ziehen und ich würde verlieren. Vielleicht komme ich durch, aber. Ja, die 60 Schaden oder so, ne? Oh, der verwundete Fahrer. Wenn ich durchmache, dann mache ich schon Schaden. Nur die Frage ist, ob ich durchkomme. Erwischt. Wie viel? Weiß ich nicht, Bablein. Oh, Maxi, du wurdest beschossen. Ja, oder ich wurde beschossen, du hast es abgefangen. Ernsthaft? Ich weiß es nicht, ich stehe hinter dir. Nee, du wurdest beschossen, bis später. Na, nochmal Schaden gemacht. Ein daneben, zweimal Schaden gemacht. Läuft. Mach mir ernsthaft Sorgen, weil so viele Artis sind. Ja, wo ein Schuss kommt, bleiben die anderen nicht weit weg. Mittlerweile könnte ich sogar durchziehen, ich meine. Vor allem die Lorraine hat so eine hohe Feuerrate. Wenn Florian da jetzt ankommt und die Artis einfach wegsnipt, das wäre cool. Nämlich genauso das Timing, was wir jetzt brauchen. Komm nicht vorbei, ohne Schaden zu kriegen. Natürlich kriegen die auch noch den Kill. Wenn du gut fährst, schon. Ja, dann müsst ihr. Ja, wer soll ich denn Schaden machen? Hm? Alles, was dir Schaden machen kann, ist tot. Ja, es sind noch vier Panzer auf der Map. Und alle vier sehen wir. Der Rest ist Atlas. Oh fuck, jetzt bin ich fickt. Bitte helft mir. Ich helfe. Oh. Hinter den Busch, hinter den Busch, hinter den Busch, Busch, hinter den Busch, hinter den Busch, hinter den Busch, 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 hinter den Busch. Das sollte ich mir eigentlich nicht sehen können. Oh Gott, warum hab ich's gemacht, warum hab ich's gemacht, das war viel zu greedy von mir. Kriegst du nicht anvisiert. LOL! For real? Furam, Furam, Furam. Ja, ne? Ich dachte auch gerade so. Okay, ich schieße. Boom, 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 boom. Das Ding ist tot. Das hätte ich kaputt gemobbt, ja. Wo hatten wir das letztens noch, wo alles auf einen gegangen ist, der dann instant tot war? Welches Spiel? Ich glaube Dota. Nee. Oder doch wieder? Du kennst ja diese eine hässliche Map in den Low-Tierern, diese, wo rechts und links halt so eine Klippe war, wo halt diese gleichen Panzer runtergeschossen haben. Hm. Und in der Mitte war halt so ein Tal mit, Moment! Also, oh, ich wollte gerade sagen, bei meinem Pass ist auch Braun aus dem Florenz auch, aber wir haben nicht wirklich 6 Artis oder so in einem Team. Was für ein Gewinn ist das? Was sagt denn die Winrate bei den Gegnern? Ja, ziemlich gut. Wohin zielt der? Der zielt ja, also eher so in deine Richtung. Also eher in deine Richtung, Florian, ja. Maximilian könnte easy einen Treffer verpassen. Ich glaube, es Courage schläft. Nee, ihr könnt ihn easy. Meinst du? Ja, weil er sich nicht bewegt. Das ist Mindgame. Ziel. Oder betet oder so. Single Line. Mach ihn fertig, los. 400. Hm. Objekt war. Oh fuck. Oh fuck, Tina. Ich will hier runter. Sie ist gleich tot. Nee, wisch ich eh nicht so. Da, wo, die ist von links nach rechts gefahren. Das heißt, wir könnten so in die Seite reinschießen. Ihr könnt sie kreiseln. Vergiss es, ich doch nicht. Ich konnte jetzt nicht bloggen, so. Der Florian schießt mir nicht in der Schussbahn. LOL! Wirklich? Tja. Objekt. Oh fuck, ey, ich hab auch immer so ein Pech, ey.
Ja, also, ne, ich hab nur so eine Frage. Wenn ich schieße und ich treffe, ne, ist jemand da vor mir und der macht einfach einen Kill. Dann ist mein Schuss wieder in den Sand gesetzt. Ja, wieder. Ach, Florian, der Artillerieschuss, der über uns rüber geht und. Ich hab vor Panik gekriegt, dieser helle weiße Streifen. Na, worth it oder nicht worth it? 12.000 für den Sieg. Ja, nicht gestorben. 15.000. 4.000 bekommen, also klar. Hab 8.000 bekommen, hab 3.000 plus gemacht. 11.150. Mann, ey, 4.000 für Reparatur. Ich hätte 7.000 plus machen können. Guck mal die oder Scoutpanzer, mir egal. Ach ja, Aqua, ne? So, jetzt fehlt mir nur noch. Ja, da war. Ne? 52.751 Erfahrungspunkte und 1.759.000 für 3 Credits. Geil. Wir haben ihr Ziel erreicht. Welchen Aufklärungspanzer hattest du eigentlich, Aqua? Die Lux. Ah, okay. Ich werde Leopard, ein weiter als ich. Ziemlich schnell getankt, ja. Fand ich. Ich habe Zero gebankt. Für den Leopard oder was? Mhm. Okay. Verstehe ich. Und den Rest habe ich halt auf den Dings getan. Nee, Moment, ich habe alles aufgebraucht. Mohaha. Also ich einfach mal die Lux übersprungen. Na, ich habe die ersten drei Lux, hab ich mir gedacht, die ist cool, die nehme ich. Ja, cool. Weil also, so alle Panzer sind da ziemlich billig. Wenn jetzt haben wir auch einen unseren T8 hat leichter. Der hat zwar keine 1000 HP, aber trotzdem. Jungs? Hm? Hört man den Fernseher, wenn ich rede? Ja. Mach ich ihn leiser. Ja, du hast 44% Winrate mittlerweile. 54? 44. Oh. Oder ist es immer noch zu laut? Die Winrate, erzählt das halt für alle? Alles. Panzer oder nur für den, den du gerade hast? Für alle. Für alle. Für alle. Für alle. Für alle. Warte mal, warum verfolge ich euch überhaupt? Ja, das ist die Frage, die du dir jetzt stellst. Ich weiß nicht, wie lange soll. Ich fahre, glaube ich, ein bisschen straight mit. Ich will auch lieber in die Stadt fahren. Na, Arti zum Rapen ist ja da. Oh fuck. Wir haben ein Problem, Aqua. Ja, ich komme mit dir mit. Na, wo ist denn die Arti? Ich atme. Oho! Würde. Wir sind bewegungsunfähig. Bereit zu feuern. Der ging nicht durch. Hm. Ich dachte, wäre keiner mehr. Verlust! Das war's für uns. Raus hier. Wow. Wurdest du gewonnen? Nee, getötet. KV4, so ein Riesenband. Löwe, ey. Für fetten Ketten der hat. Der Löwe ist schon krass. I bounced on Hellcat, why not? Nee, nur Kette getroffen. Mhm. Ich gehört. Ah, hat sich beschädigt oder was? Mhm, das hätte mich auch töten können. Deswegen, ich sehe da keinen Treffer. Die Kette ist ja auch noch ganz. Nee, die Kette ist gelb. Ja, hast du sie repariert oder was? Nein, er hat mich einfach nur an der Kette getroffen, das heißt nicht, dass sie abgeht. Hallo? Ein T8er! Wenn ihr eine Kette streift! Ja. Da müsste irgendwas sein. Aus Prinzip schon. Ich bin eine fucking Hellcat. Ich hasse es, wenn die einen immer in der Fahrt erwischen können. Ich weiß nicht. Es ist schon amazing, wie schnell wir eigentlich sind. Und ich krieg das nie hin. Halt der Typ, wo ich mir halt viele Reviews angucke, wo Reviews über Panzer macht. Panzer, die richtig schnell sind, sind nicht mehr zu treffen, aber in der Theorie nur. Ich meine, wenn du einen Schnellpanzer vor dir hast und dann zielst du auch vor ihm, damit er reinfährt, so. Ich nicht, ich schieß gar nicht. Von daher? Hab ich eh nicht. Ja, als Artillerie nicht, aber sonst schon. Weißt du, was bei mir sonst heißt? Hetzer oder T2er? Hetzer ist auch nicht gerade optimal. Du bist ein schlechter Spieler, weißt du das? Und mit T2ern schieße ich drauf, ja, das ist okay. Aber treffen durch, damit du meinst sowieso nicht.
Ich finde, wir sollten die Schadensannehmer, also diese Löcher mal anders machen. Richtig aufgeplatztes Metall einfach dahinter. Was? So. Weil, so ist eigentlich. Das ist einfach nur so ein Treffer, wo du weißt, dass sie getroffen haben. Aber ansonsten ist es irgendwie. Warum so glitchy. IS? Na, sieht nicht so schlecht aus, könnte man gewinnen. Kette repariert. Weiter geht's. Hin und her fahren, hin und her fahren, hin und her fahren. Wenn es straight. Die kann sich eh nicht so schnell drehen, Turm. Ja, er kann auf der Stelle fahren. Ja, ist so. Das sah doch gerade aus. Links, rechts, links, rechts. Auf der Stelle. Ich wollte das Auto nicht mehr haben. Weil dann ballert er das Auto kaputt. Da fliegen keine Schüsse durch. Das ist wie ein Gebäude. Na, wenn er aber drüber schießt, schon. Drüber schießen, ja. Da ist aber so wenig Platz, dass er mich da treffen könnte. Ja. Medium Tanks, Schrägstrich Jagdpanzer, Tier. Jagdtiere 8,8 cm. Florian, kommst du auf? Ja. Nimmst deine Embrelli? Gut. Go. Ich nehme meine russische Markenqualität Panzer. Das ist aber richtig. Ein Army-Tank. Ich habe hier nur einen russischen Panzer, genau den wollte ich nehmen, weißt du? Welchen? Oder KV. Das ist der eine Spieler mit 100% Winrate, ja? Und schon wieder hat er gewonnen. Ja, es ist so. Ich denke so, what the fuck? Wie viele Spieler hat der wohl? 5? Oh shit, er liegt schon wieder. Das ist die allgemeine Winrate, oder nicht? Ja, natürlich. Ja, und dann 5. Jeff, du Spiele gewonnen hast. Du so ein Spiel und bankst sofort 100 Euro, holst dir so einen Löwe. Und wie funktioniert das Spiel denn? Wir fahren statt Aqua, das ist ziemlich sinnvoll. Bisschen Sidescraping. Welche Stadt? Bewegung! Naja, die rechte. Auf der rechten Seite. Fucking Artillerie. Ja. Nenn das Kaff, wenn du willst, ist mir egal. Singapur, das ist also ein zivilisiertes Wohngebiet. Link. Könnten natürlich auch in die Mitte fahren und gucken, wie weit der scoutet und wann er stirbt, um zu wissen, ob wir schaffen, die da drin auszuschalten oder nicht. Okay, Maximilian, I trust you, aber nur weil du gute WOT. 44%, ja, sagt alles. Ich hab mehr. Du spielst auch weniger als ich. Ich bin weiter als du. Ich weiß noch. Hat dir jemand höher gerechnet? Ich weiß doch, wo wir Aqua ins Meer geschubst haben, Maxi. Ich stupse nicht, jedes Mal, wenn er mich nervt. Watch mich maximieren. Sidescraping! Bis hier da oben, ne? Das ist ganz schön viel. Das ist ein Panzer, die kann man killen. Feuererlaubnis erteilt! So, da. Weiterfahren, weiterfahren, weiterfahren! Am besten hinten rum. Wollen wir den Lux aushelfen? Den Luxus? Im Luxus? Der Luxe. Die Luxessen? Luxanten. Luxessen hört sich auch nicht schlecht an. Ich glaube, die Luxe wird das heißen. Oh, wäre echt gut geholfen. Aqua? Ist hier Sidescraping funktioniert? Nein. Ich zeig's dir an dieser Hundhütte. So. Sidescraping ist, dass du ein Gebäude hast. Und dann, so wie ich von deinem Passer zeigst. Aber du sollst dann noch schießen kannst. Am besten. Aber ist halt ja, schlecht ja, so, dass es Sidescrapen. Ist okay. Und das ist auch ziemlich gut, weil dein Panzer schräg steht, weil du. Weil die Abpraller-Chance höher ist. Oder. Weil halt eine schräge Fläche weniger Kraft daraus ausgewirkt werden kann. Ja, soweit weiß ich das wohl. Aber ich wusste nicht, dass es in den Griff. Aber in, was gegen Drehbahnturm ist, ist ein bisschen schwer, dich da schräg hinzustellen. Ja, geht aber hin und wieder. Also nicht zu sehr. Frage ist, wie weit kann man nach oben ziehen mit so einem Turm? Nach unten ist immer schlecht. Aber der Panzer liegt ja meistens immer tief. Bereit zu feuern!
Wenn jetzt feindliches Terror, bitte aufpassen, ne? Was hast du gesagt? Florian, lenk ihn ab! Florian, lenk ihn ab! Er steht schräg. Er versteckt sich noch. Gut gespielt. Erst sterben, naja, können, die sind bei uns in der Base, wir sind bei denen in der Base. Wow, das ist echt so. Hm. Wir müssen ja nur vor denen reinkommen. Ja, es ist. Drei Leute müssen vorher da sein. Jetzt sind bei uns zwei. Bei uns braucht noch 47 Sekunden. Bei denen eine Minute noch was. So, ist bei uns noch 20 Sekunden, bei denen 40. Ne, es wird unentschieden, wenn das so weitergeht. Lux muss was rein. Bei uns kommen wir wieder rein. Ja, aber es ist immer nur 3 plus ist gleich viel wert. Wir sind ja früher fertig als die. Trotzdem unentschieden doch. Könnte unentschieden werden, aber ich glaube, wir kriegen das hin. Wenn die Lux jetzt noch was schießt. Wir haben mindestens 3 hier drin. Beweg mich raus. Aber fahr doch nicht raus. LOL! Idiot. Toll, Aqua. Ich dachte doch, ich wusste nicht, dass es runterzielt, wenn ich rausfahre, wenn mir wenn da 5 Leute drin Natürlich sind. Natürlich fährt da. Das zählt immer runter, wenn einer rausfährt. Ja, Alter, ich bin zum ersten Mal. Ehrlich, egal. Da sind 5 Leute drinnen, ne? 3 wird benötigt, um die maximale Geschwindigkeit zu haben, ne? Und wenn man dann rausfährt, dann geht das runter, das ist so, what the fuck. Natürlich fährst du raus, die Punkte, die du eingenommen hast, die werden mit dem Rausfahren weggeschmissen. Ja, das ist logisch, tut mir leid, bin ich schlecht. Alter, ja. Game zack. Winrate, trotzdem bist du ein Noob. Ja. AT-Player, ey, der kommt eh nie in den Kreis. Ja. Wie oft kennt man schon mal was? Alter, ich wollte sowieso links lang fahren. Um zu sterben. Wieso um zu sterben? Kannst du als Jagdpanzer gut arbeiten, links. Naja, wenn alle gegnerischen Panzer, außer vielleicht 3 oder 4 oder 5, die linke Seite fahren, oder bei denen auf der rechten Seite. Ja, dann hätten wir die linke Seite so schön slowen können, ne, dass sie rechts relativ früh durchgekommen wäre. Dann hättet ihr mich nicht auf der rechten Seite gehabt, dann hättet ihr gewonnen. Wir hätten gewonnen, wenn du nicht rausgefahren wärst. Das hätte auch unentschieden sein können. Aber besser als die Niederlage. Ja, ein wenig. Oh. Hier noch vom eiskalten anderen Panzer, ja? Wie meine VK zum Beispiel. Hast du keinen Vierer? Nein, ich deine Vierer sind light. Ja, ich hab 1 bis 7, ja. Aber mehr Light Tanks halt. Das ist halt mein einziger Tier Medium. Ich hatte mal den einen Panzer von den Briten. Auf dem habe ich auch nicht so die guten Erfahrungen gemacht. Den Vickers 3, ja, also, der war ein Kacke. Von der ja, ich hasse diese Map, Alter. Ist genau schlimm wie diese andere Map, wo du dich auch immer drüber aufregst, den Low Tier. Kann ich hier über die Brücke springen? Ja, klar. Ob man das schafft, auf die andere Seite zu springen, also auf den Mittelteil der Brücke? Los geht's! Mission accepted! Leute, wo seid ihr denn? Ja, du bist unten gespawnt, wir sind oben. Das finde ich doof. Okidoki. Alles klar. Ich dachte, hallo Freunde. Mein Gott, der hat einen Baum umgefahren, ist er verrückt? Lalalalalalal! Das hab ich gar nicht gesehen hier! Ich bin ja da am Chatten, Alter! Wie der mich. Wie die Stuk auch einfach vorfährt und ich den Stuk an. I mean, what the fuck, was ist da los? Jan hat irgendwie 3 von Verbündeten getroffen, wurde erstmal für eine Zeit lang gesperrt. Haus kaputt geschossen, töte sie. Es sind noch mehr Häuser kaputt, wenn es sein. Laser auf der A, jetzt sehe ich schon mal einen. Wo sind sie hin? Tja, wie es aber auch so ist, dass du, wenn du nicht ordentlich Durchschlagskraft hast, so wie du, machst du ja nicht kaputt, die Dinger hier. Lux, wie kümmere ich mich? Gut, pass ich rechts. Sehe rechts aber gerade. Pass rechts. Feuer erlaubt es erteilt. Das Zaun kaputt. Bin so gesehen eigentlich immun gegen. Da kommt ein Look. Gegen Flak. Bereit zu feuern.
Ja, so schnell. Keine Sorge, ich deck dir schon den Rücken. Wollt ihr euch? Na, definiere. Wie wir sonst trollen. Wir sind irgendwie nicht behindert. Wird abgelenkt. Ja, aber. Ihr könnt keinen Schaden auf die. Oh, oh, das ist ein Kapo. Toll. Das hin. Macht Schaden. Spanzer. Die Grille zerstört. Bei mir war es eine Arti. Jetzt hat sie KV1. Ja, das ist letztes auch mit meinem BKP gleiche Map. Denk so, ich mach immer, steh immer gut, mach jedem Schaden. Ja. Halt die Pressure und sowas. Was kommt? Turmträger hat's getroffen. Hey, was war das? Was kann sein, was mich so trifft? Arti, toll. Hätte ich nicht, wenn ich stehen geblieben, wäre ich da einfach rausgekommen. Ich hasse es nicht so, ist meist nicht so mein Lieblingsmap. Weiß nicht, einfach diese Häuser in der Mitte. Das ist einfach diese Version von Kloster, ja. Nur ein Heiltier. Ja, so in etwa, ne? Wollen wir nächste Map suchen, dann suizide ich mich. Wir könnten das auch gewinnen, gewinn lieber. Ihr könnt einfach rausgehen, ne? Am Anfang nicht die Stuke getroffen, Alter. Sondern stattdessen den PZ. Dann wäre der eventuell wanted gewesen. Das ist ganz anders ausgesehen. Wenden wir die Base bitte. Ja, halt Small bitte. Gut getroffen. Leser nicht. Keine Ahnung, kostet Munition bei dir viel? Nein. Die Kugel oder so. Oh, die nicht Kugel, wie nennt man das? Man hat eigentlich so, dass ich aus dem Kreis rausgefahren. Ich hoffe, das ist auch funktioniert das ja nicht mehr. Da geht die Drohne automatisch zu den Mineralien. Na, ist doch gut. Nicht der Ladeschütze. Ein Ende? Haben wir gewonnen oder verloren? Gewonnen. Sieg, wie haben wir das denn gemacht? Gapped? Base gecapped, ja. Minus 700 wegen Verbündeten. So, mimimi. Ich glaube, wir sind T6er, ne? Ja. Wenn ich Lux spiele, will ich nur Scout Panzer spielen. Das könnte ruhig ein bisschen höhere Dings nehmen. T6er ist ganz okay. Ist nichts, was mich one-hittet, aber hm. Na, wahrscheinlich wollte die mich sowieso, aber nichts, was halt so extrem mega hoch. Momentan sind wenig Artis drin. Okay. Wir waren von Match, da waren viele Artis drin. Mhm. Ich hasse, dass es oft so gematcht wird, dass irgendwie viele Artis sind, oder? Gar keine Artis. Ich hab's am liebsten, ganz ehrlich, wenn ich die einzige Arti im Team bin. Das ist auch irgendwie am erfolgreichsten. Aber reist du nicht so viel, weil du nicht überall gleichzeitig sein kannst. Nee, ich finde doch. Also zwei Artis pro Match, das ist passend. Ich finde. Meistens teilt man sich ja in zwei Richtungen auf und hat jede Richtung eine Arti zur Unterstützung. Das ist, glaube ich, am erfolgreichsten. Ich mag's am liebsten, wenn man eine Arti hat. Ja, aber dann ist eine Seite nicht geschützt oder wird nicht unterstützt. Nee, also der einzige Grund, warum man sich über mehr Artis freuen kann, ist, wenn man dadurch ein paar mehr Free Kills bekommt. Es sind jetzt auf der Gegnerin zwei Artis, bei uns drei Artis. Eigentlich, ja, bei uns ist eine zu viel, kann man sagen. Ja, ist so. Seiner 4 Maxi oder? Ich mag es halt extrem gerne. Seiner 4? Kannst du römische Zahlen lesen? Geht. Welches Tier hast du? Ich hab's 6.
Ja, gut, dann ist es 4. Siehst du eindeutig T4, weil er viel weiter unten ist. Ich schreib HD, have fun, fahr den HD. Los geht's! Pass auf, Marco, ich komm hinterher. Ich fahr auch 50 km/h. Gott, mal den Wald, ne? Aqua, gehst du Wald scouten, oder? Ja, dachte ich. Gut. Und die Frage mache ich, wann warte ich oder wie warte ich oder wo fahre ich lang? Ein paar Tipps vielleicht? Du bist Scout. Fahr Kreise. Immer wieder dahin. Also fährst hin, scouts alles, fährst zurück, verlierst die Sicht darauf, fährst wieder hin, weil das wiederholt sich immer. Du kriegst jedes Mal Punkte dafür. Aber das ist nicht effektiv fürs Team, wenn... Maxi. Doch, doch, natürlich. Du hast ihn doch einmal gescoutet. Warum willst du noch mehr scouten? Nicht der Benzin. Fahrzeug zerstört. Naja. Naja. Jetzt haben wir keinen Scout mehr. So, ich hab's doch richtig gemacht. Nee, jetzt haben wir. Das ist was Suicide Scout. Nee, war es nicht. Ich bin wieder zurückgefahren. Das ist der versagte Versuch zu sein Scout. Ja, oder so. Wieso? Ich hab doch gescoutet, bin dann wieder zurückgefahren. Und ich hätte und bloß überleben müssen. Und wir wissen nur, dass da ganz viele Panzer sind. Ja, ihr habt die doch gesehen. Ich hätte doch schießen können in der Zeit. Meine Kette ist kaputt gegangen. Was weiß ich, zum Beispiel einfach ich hab drauf geschossen, aber dann ist uns verschwunden. Beispielsweise eiskalt. Wenn ich jetzt wieder durch zurückgekommen wäre, dann wäre ich wieder hingefahren. Dann wäre ich wieder zurückgekommen und wäre wieder hingefahren. Nur bei einem ja, Mal. Das wäre effektiv scouten. Ja, das war ja mein Plan. Und so habe ich das auch umgesetzt. Nur haben die mich gekillt. Das ist ja nicht das Problem, dass sie mich gekillt haben. Das passiert früher oder später sowieso. Florian das jetzt sieht als Unerfolg. Ja, ich kann Ahnung, nicht mehr scouten. Sehen, was sollen wir machen? Er kennt nur Suicide Scout. Also alles, was du machst, ist Suicide. Ja, vielleicht nächstes Mal früher die Gegner töten. Oder wir bessere Tipps geben. Alter, die haben uns eher gesehen. Meine Kette ist kaputt gegangen. Komisch, dass immer nur ein. Was ist bitteschön alles da im Busch? Mindestens noch 3 Panzer. Ja, ich hab 3 Schüsse abgekriegt. Und einer muss hohe Feuerrate haben, weil der Väter daher kam. Du sogar noch Sichtweite hast, wenn du tot bist. Eigentlich nicht, Florian sieht doch soweit. Ich meine, es wird auf die Sicht weiter einbauen, auf jeden Fall. Oh, da ist ein Baum neben mir umgefallen. Ernsthaft? Südlich von mir. Das heißt, sie gehen in eure Richtung. Aber der Baum ist nach Westen umgefallen. Nee, nach Osten. Du machst dem Ding noch Schaden, ja? Kette kaputt. Da sieht man wieder, ne? Wenn du schießt, machst du dich sichtbar. Deswegen pass auf, wo du, wenn du schießt. Hab Tarnnetz geschmissen. Muss man schmeißen? Naja, die schmeißen das automatisch drauf. Man muss nur eine lange Zeit stehen bleiben, deswegen denke ich mir, dass da drauf schmeißen, ha? Sieht man das? Nein, was? Leider nicht. Was Tarnnetz? Naja, gut. Also, sobald ich mich bewege, braucht es wieder eine kleine Zeit, bis es wieder drauf schmeißen. Neben mir ist wieder ein Baum umgefallen. So. Diesmal nach. Ja, weiß ich nicht. Osten oder Westen? Süden. Oder Norden. Der ist nach Süden umgefallen. Das heißt, ich komme direkt auf euch Südost. Zu. Südost? Ja, südöstlich ein bisschen. Das heißt, ich komme direkt auf euch zu. Scheiße, dem ist ein Panzer. Ich glaube, der war das nicht. Da vorne ist schon wieder ein Baum umgefallen. Ich komme wirklich auf dich zu. Da die M3 Lili war. Gott sei Dank, mach dir keinen Stress, Florian. Maxi, warum hast du nicht gesagt, dass du abhaust? Alleine habe ich da keine Chance. Naja, Account, hast schon einen Kill, hast den mehr Schaden gemacht als ich den. Dachte, das schaffst du schon zu halten, aber hab ein bisschen wenig Scout-Information. Ich dachte, ich def mal bei uns in der Nähe, weil da so ein bisschen rumstressen. Ja, wir sind da jetzt auf einmal nur 3 Panzer gekommen. Da waren dann doch 4 Panzer, waren da hinten noch. 5 könnte, 4 oder so. Wiedersehen. Ja, Dick on a Hellcat, why not? Ding, nicht Dick.
Florian, bitte. Ja, ich spiele kein Minecraft. Guck mal, wie du geschrieben hast, ne? Ich glaube, jetzt verlieren wir's. Die alle zurückgedrängt wurden, jetzt haben sie gar keinen Schutz mehr. Hinter Fuck! Ich weiß! Tot. Ja, wer hättest du es gerne gemacht? Naja, ich wäre vorne nicht anders hätte ich es gemacht. Naja, ich war ja schon, ne? Am Arsch, als der auch floppte. Frag mich du, wo wollte Maxi helfen? Weil eigentlich hatten die es noch nicht relativ gut unter Kontrolle. Ich ist doch eh gleich Ende, wollen wir nicht gleich noch eine Runde Tier machen? Tier 2, ja. Aber Tier 7. Fertig. Die haben noch ein Panzer, also wir haben noch ein Panzer. Ja, wenn du jetzt schon rausgewiesen wärst, dann könnten wir jetzt schon mindestens 30 Sekunden weniger abgewartet haben. Eine 100% Provinz war die scheiß Map. Ja, Provinz ist nicht das, die Map, die wir gespielt haben, nur in der High-Tier-Version. Bisschen größer. Der eine 100% Winrate, der M2 Lite. Hm. Wir müssen aber auch relativ klein im Süden, ja. Wollen wir vielleicht rübergehen oder campen? Ich bin nicht so schnell, die würden mich da einfach zerfetzen. Wir fahren rüber zur Burg, fahren da hoch, schießen bis raus, fahren runter und fahren in die Base rein. Kannst du jetzt nach Norden fahren? Und Florian halte ich ganz, soweit wie möglich links zu halten. Weil dann sehen sie dich nicht. Da kannst du, halt wenn du dann so auftauchst, so den voll reinbrettern, weil T18 macht scheiße viel Schaden. Ich weiß, das ist der Hetzer der T2er Klasse. Nicht reagieren, Aqua. Das will nur unsere Position verraten. Und leichte Panzer haben die Angewohnheit, auch während des Fahrens voll getan zu sein. Ja. Fuck. Junge. Nicht hier stehen bleiben, Aqua. Ich weiß nicht, hinweise hoch, schön. Runter, hoch, runter. Hoch, einfach nicht stehen bleiben. Auf die Position, die Maxi angesagt hat. Der ist aber irgendwie ganz woanders. Der Maxi hat gefailt. Rechts oder links. Ich habe Angst. Wo kann man mich hier durchtreffen? Alter, die haben uns gesehen, du bist fucking nochmal stehen geblieben. Ja, worauf wollen die hier immer noch treffen? Ach dort ist M2 Light, deswegen hat er uns gesehen. Ich fand die Idee bisher nicht gerade sehr gut. Das rentiert sich noch. Wir haben das Ziel verloren. So, fuck. Wir warten jetzt hier, bis sich das rentiert. Ach ja, Aqua. Über die Distanz laufen wir so flack keinen Schaden mehr, von daher.
Aqua hin. Steh direkt neben dir. Oh, da hinten. Na. Und wie rentiert sich das jetzt? Wie nützt ihr hier dem Team? Warte. Los. Okay, gib euch von hier oben Feuerschutz. Ja, da wir von hier oben auch so viel treffen. Wenn die Dinge auf der anderen Seite geballert. Ja, effizient. Bringt mir nichts, da runter zu fahren. Das sind T18. Fuck! Es war jetzt irgendwie effizient, hier hochzufahren, um anschließend wieder runterzufahren. Natürlich nicht, weil ich keine Ahnung habe, wie man T2 Light spielt. Es ist einfach, ihr habt zu viel Schaden auf dem Hochweg bekommen. Ja. Weil Maxi ist leider ein bisschen gefällt und ist runtergerutscht, Aqua ist daraufhin stehen geblieben und sie haben uns ein Kreuzfeuer genommen. Ich wollte, dass du den. Hm? Florian meine ich. Ich wollte sie nicht viele Panzer, ich mache einfach nur so eine hohe GPS rein. Tja, da wollen wir gleich eine solche S-Niederlage kriegen. Oder bei der M2 Light, den du meintest, auf der gegnerischen Seite? Gegnerischen Seite. So, bei uns war auch einer. Der T18. Let's wrap it. So schlecht kann mein Plan gar nicht gewesen sein. Oder verlieren wir gerade? Also wir gewinnen gerade. Ich habe nicht das Gefühl, dass es mit mir zu tun hat. Ja, und du bist tot. No. Fuck you, Arti, Alter. Fuck you. Da hat der eine Typ mal gesagt, umso kleiner das Kaliber, umso höher die Nachhall. Ja, Florian. Fuck off war. Ich hab schon gedacht, ein Schuss macht er noch. Oh, er macht sogar noch einen. Man kann sich ja ungefähr denken, wie schnell die rückwärts fahren und dann einfach kurz vorziehen und dann bam, weg sind sie. Bock auf Walkles habe ich schon genug eigentlich. Okay.